die Hauptfrage, die sich alle stellen, wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist ganz einfach. Wir haben Liedtexte dieser Band gelesen und Musik gehört, nachdem die Ankündigung des Auftritts hier bei uns in der Riddall Arena war. Und das hat uns dazu motiviert zu sagen, wir stehen an verschiedenen anderen Stellen auf, um unsere Meinung kundzutun, um gegen etwas zu demonstrieren. Und hier müssen wir als CDU, so war das unsere Auffassung, aufstehen und sagen, diese gewaltverherrlichende Textpassagen oder diese Sprache, die können wir so nicht hinnehmen. Was wird denn heute Abend dort stattfinden? Was meinen Sie, welche Texte werden dort zu hören sein? Was ist das Gefährliche für Jugendliche? Grundsätzlich nicht gefährlich für Jugendliche per se, sondern insgesamt. Ich kenne die Playlist nicht, die da heute für das Publikum dargeboten wird. Aber ich kenne eben die Textzeilen aus zwei Liedern, die wir zum Beispiel in dem Flyer zitiert haben, aber auch aus dem anderen Lied Wut, wo eben aus meiner Sicht, nach meiner Interpretation vielleicht auch ganz bewusst zu Gewalt aufgerufen wird gegen staatliche Instanzen, vornehmlich gegen die Polizei. Sie wissen, dass diese Textzeilen von 2009 stammen. Hat das Sie nochmal so zum Bedenken gegeben? Textzeilen, egal von wann sie stammen, sind natürlich immer aktuell, wenn man davon ausgeht, dass andere Bands, die eben schon länger als jetzt hier Feine Sahne Fischfilet existieren, natürlich auch alte Lieder immer wieder spielen. Wohl wissend, dass die beiden Lieder Staatsgewalt und auch Gefällt mir hier wahrscheinlich nicht zu Gehör gebracht werden, weil man sich da vorsichtig von distanziert hat. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie stehen auch bei anderen Anlässen. Wo sind die Anlässe, wo Sie auf die Straße gehen? Das prominenteste Beispiel war 24. März 2018, als ich mit vielen anderen Hunderten und Tausenden rund um die Stadthalle demonstriert habe. Waren Sie dort als CDU vertreten? Hatten Sie einen Redebeitrag? Hatten Sie eine offizielle Demonstration angekündigt, wie heute, so eine Mahnwache, dass Sie dort in die Öffentlichkeit gegangen sind? Also ich war in der Öffentlichkeit, dass ich dabei war. Natürlich, ich habe an dem Tag keine eigene Veranstaltung angemeldet, keine Demonstration. Das war zu dem Zeitpunkt nicht nötig, weil viele andere schon Veranstaltungen angemeldet haben. War ja immer eine große Kritik, auch hier an der CDU in der Vergangenheit. Wenn Sie von der Vergangenheit 2009 sprechen, dann dürfen wir auch den Westler-Kurier zitieren. Da gibt es ja böse, viele sagen Hetze auch. Ist Vergangenheit, Schwamm drüber will ich nicht sagen, aber in der Vergangenheit ist die CDU sehr stark vermisst worden, gerade wenn es um den Kampf gegen Rechtsradikalismus geht. Wenn man den Wetzlar-Kurier durchschaut und man kann ja mit Strong F Suchsystem geben und man Rechtsradikalismus oder dann findet man fast nichts. Also sogar bei Walter Lübcke hat er immer sehr lang gewartet. Bei Ihnen auf der Homepage hat man bei Walter Lübcke auch nichts gefunden. Was ist da los? Also wieso sind Sie so zaghaft? Ich glaube, es liegt in der Natur der Konservativen, dass das relativ lange dauert, bis man überhaupt, in die Öffentlichkeit geht und die Meinung dann entsprechend kundtut. Mit dem Wetzlar Kurier an sich habe ich keinen Vertrag. Das heißt, da müssten Sie den Herausgeber dazu befragen. Allerdings kann ich zum Beispiel das Thema Walter Lübcke aufgreifen. Das ist ja auch jetzt immer wieder uns vorgehalten worden, wie man zum Beispiel mit solchen Sachverhalten umgeht, ob man in Kondolenzbücher sich einträgt und ob das vielleicht dann von einer höheren Struktur der Partei, in dem Fall der CDU Hessen, organisiert wird, liegt dann natürlich an anderer Stelle. Und deshalb ist es vielleicht nicht die CDU in Wetzlar gewesen, die da ein großes Fass aufgemacht hat, sondern sich eben der landesweiten CDU angeschlossen hat. Was genau inhaltlich wollen Sie eigentlich? Es ist ja nicht nur ein Protest, den Sie heute zeigen, sondern Sie wollen ja auch Flagge zeigen für was. Für was stehen Sie positiv heute Abend? Ich stehe positiv für Deutschland, für unsere Verfassung und die Grundrechte, für die Meinungsfreiheit, für die Toleranz, dass man, wenn man andersdenkend ist, eine andere Meinung hat, diese auch ohne dafür belächelt zu werden, ohne dafür mit Häme und Spott bedacht zu werden, äußern darf. Und das sehen wir ja im Hintergrund auch heute hier jetzt schon, wie gut das funktioniert. Die Band hat ja auch großen Einsatz im Menschenrechtlichen. Ich war gerade bei einem Vortrag, da war auch ein Bandmitglied dabei. Die zeigen also offen Flagge für die Seenotrettung, für Menschen in Not. Würden Sie das auch positiv speichern bei Ihnen? Also ich will auf jeden Fall mich und auch die CDU Wetzlar so verstanden wissen, dass wir nichts gegen die Band
per se haben, nichts gegen feine Sahne Fischfilet, sondern uns geht es um die Textzeilen, um die Worte, die da gebraucht werden. Und ich erkenne natürlich an, wenn sich Menschen für andere Menschen einsetzen, das kann in der Seenotrettung sein. Es ist aber ja auch bei der Band so, dass sie durchaus durch politische Vertreter Unterstützung finden und auch durch verschiedene Preise, die sie gewonnen haben, entsprechende Ehrung und Anerkennung bekommen haben. Das will ich gar nicht bestreiten. Jetzt gibt es ja noch eine organisatorische Frage. Wie ist zu dieser Mahnwache gekommen? Also diese Werbung in Landil erleben, heißt es jetzt, nicht mehr Landil-Anzeiger. Was hat das Ganze gekostet? Wie groß war die Auflage? Wie viele Menschen haben Sie damit erreicht? Nach der Resonanz, die wir bekommen haben in den Medien, in den Printmedien, aber auch in den digitalen Medien, haben wir wohl sehr viele erreicht. Die Auflage ist 23.000 Stück gewesen. Das ist nämlich die Auflage, die man braucht, um im gesamten Stadtgebiet Wetzlar alle Haushalte zu erreichen. Was für Ausgaben? Werden die finanziert von der Partei? Oder das ist ja nicht billig, oder? Also den genauen Preis werde ich Ihnen natürlich nicht nennen, aber wir finanzieren an anderer Stelle immer Werbemittel, um auf uns, auf unsere Themen und auf unsere Meinungen aufmerksam zu machen. Und an der Stelle war es eben ein Flyer, kein Prospekt, wie es zu Wahlen gibt, oder kein Kugelschreiber oder kein anderes Werbemittel, sondern eben hier der Flyer. Wir haben uns natürlich um den Preis gekümmert und informiert. Es kostet um die 1.000 bis 1.400 Euro. Gut, Sie haben da auch jemanden sitzen, vielleicht haben Sie es billiger bekommen. Aber die andere Frage wäre, würden Sie dieses Geld, wofür haben Sie das eingesetzt? Ist Ihnen das wert für diesen Medienaufwand? Ging es um Medienaufwand? Viele sagen ja auch, Sie wollen die AfD damit, Leute von der AfD abwerben. Also ich habe mit der AfD überhaupt keinen Vertrag. Das ist mir relativ gleich. Ich stehe hier und deshalb gab es den Flyer und deshalb ist die CDU mit ein paar Vertretern hier, um zu sagen, wir wollen nicht, dass unser Land, unsere Verfassung, unser Grundgesetz, unsere Werte derartig beschimpft werden, wie es in den Textzeilen mitunter vorkommt. Okay, danke.